Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Melanie und Mo von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Doris Schmidt im Interview. Doris ist unter anderem Mentorin für waldblütenspergyrische Essenzen und Expertin für energetische Körperarbeit. Sie bietet sowohl Online-Beratung wie auch Vor-Ort-Sitzungen an. Im Interview erklärt Doris uns, was es mit den waldblütenspergyrischen Essenzen auf sich hat und wie sie diese tollen Essenzen in ihrer Arbeit einsetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Ja, liebe Doris, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Danke, liebe Melanie, für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Sehr schön. Ja, ich habe eine Praxis in Wien. Ich arbeite als Shiatsu-Praktikerin mit spergyrischen Waldblütenessenzen und mit intuitiven Gesprächen. Ursprünglich komme ich bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin und habe lange in der Werbung gearbeitet. Ich habe aber immer den Wunsch gehabt, näher Menschen zu sein und mich mehr mit menschlicher Entwicklung und Spiritualität und Seele beschäftigen zu können. Und so habe ich dann diesen Weg eingeschlagen und mich entschieden, meine Gaben so einzusetzen. Toll. Das war vor circa, weiß nicht, bald 20 Jahren jetzt. Also schon ein sehr langer Weg. Genau, mittlerweile ein sehr langer Weg, ja. Und da ist gerade auch schon das Stichwort gefallen. Du arbeitest mit spergyrischen Essenzen. Magst du uns einmal erklären, was spergyrische Essenzen sind? Beziehungsweise arbeitest du ja auch nochmal speziell mit Waldblütenessenzen, richtig? Genau, genau. Also die Waldblütenessenzen, das ist eine Form der spergyrischen Essenzen, die hier in Österreich im Wienerwald hergestellt werden. Genau, und spergyrik im Allgemeinen, das ist ein sehr altes, überliefertes Verfahren, also das gibt es schon sehr lange. Und das bezeichnet im Grunde nur die Art der Herstellung dieser Essenzen. Ja. Und ganz simpel gesagt ist es ein Verfahren, mit dem es für uns möglich wird, dass wir die Essenz aus der Pflanze für uns greifbar machen, also diese Kraft, diese Essenz verfügbar machen, dass man sie einnehmen kann als Mensch. Und das heißt, also wie ist der technische Ablauf, den kann ich nur kurz so beschreiben. Also das sind alles Wildpflanzen, die werden gesammelt und dann werden sie in Wasser, in der Sonne eingeweicht. Da wird schon mal die Schwingung oder Information ins Wasser übertragen. Dann werden die Blüten verascht, also dann kommt Feuer, dann werden sie verascht. In dieser Asche sind dann Salze enthalten und diese Salze haben dann die komprimierte Information der Pflanze. Ja. Diese Bestandteile werden dann wieder zusammengefügt. Das heißt, da ist das Wasser, dann sind diese Salze, das ist auskristallisiert worden und die Essenzen werden durch Alkohol dann auch haltbar gemacht. Und so wird die Information dort komprimiert, gesammelt, so kann man es sagen. Ja, spannend. Und nutzt man spezielles Wasser für die Essenzen? Man nutzt gutes Wasser. Also das dazu passt, dass er gute Schwingung hat, das wird dafür benutzt. Genau. Ich kenne das von den Bachblütenessenzen zum Beispiel oder von den Blütenessenzen, dass man da eben darauf achtet, dass man Quellwasser zum Beispiel verwendet. Genau, ja. Und machst du die spergyrischen Essenzen auch selber oder hast du da eben jemanden, der die herstellt? Genau, also ich mache sie nicht selber, nein. Es gibt im Wienerwald eine Familie, also es ist ein kleiner Familienbetrieb, die sind genau auf die Waldblütenessenzen spezialisiert. Ja. Und die sammeln die Pflanzen und die stellen die Essenzen her. Und von dort bekomme ich sie direkt. Das ist ja toll. Ja, das ist sehr, also sehr regional. Es sind alles auch Pflanzen, die hier wachsen. Das finde ich auch sehr faszinierend. Also es wächst wirklich vor der Tür.
Jetzt würde mich ja mal interessieren, wie du überhaupt zu diesen Waldblütenessenzen gekommen bist, weil das ist ja doch ein sehr spezielles Thema. Wie und wo hattest du das erste Mal Berührungspunkte damit und wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, das ist einfach so toll, damit möchte ich auch auf jeden Fall arbeiten? Also das war so, dass ich selber jetzt ja im Laufe der Jahre auf meinem Weg auch sehr viel an mir gearbeitet habe und mit Mentoren und Menschen zusammengearbeitet habe. Und die Essenzen habe ich gefunden bei einer Heilerin hier in Österreich, mit der ich auch viel gearbeitet hatte. Und das war eines Tages, als ich bei ihr war und da hatte sie gerade begonnen, diese Essenzen zu entwickeln. Und ich habe nur, das waren so 2-3 Fläschchen, die dort gestanden sind und ich hatte sofort den Impuls, wow, was ist das? Was kann das? Und das hat sie mir dann erklärt und das ist so, also das kennst du sicher auch, dass man sofort das Gefühl hat, das ist es jetzt, das möchte ich, ja. Da möchte ich mehr wissen, das will ich integrieren, ja. Her damit. Und so war das. Also das war echt so ein Klackschlüsselerlebnis. Da habe ich gedacht, das möchte ich wissen, damit möchte ich arbeiten. Da fängt es dann auf einmal irgendwie an zu kribbeln und man... Genau. Das kenne ich. Und genau. Wie setzt du die Essenzen dann in deiner Arbeit konkret ein? Ja, also da jetzt noch vorausschickend oder anschließend an die erste, ja. An die letzte Frage, also das war dann auch so ein Prozess, also ich habe das dann auch gelernt dort, das hat über mehrere Jahre, ist das dann so eine Ausbildung gewesen, wo dann immer mehr Essenzen dazu kamen und das ein sehr intensiver Lernprozess auch war, wofür was ist, also so hat das dann, ist das dann zusammengelaufen. Ja. Und einsetzen tue ich sie in meiner Arbeit so, dass, also die Menschen kommen zu mir und die bringen halt ein Thema mit oder verschiedene Themen, die sie gern ansprechen und bearbeiten möchten. Genau, und dann reden wir über das und im Verlauf des Gesprächs wird es dann schon für mich immer klarer, ob eine Essenz möglich ist und welche und wie sie ineinander spielen würden und das ergibt sich dann aus meinem Wissen, aus meiner Erfahrung und aus der Intuition und auch aus dem, was der Mensch mir mitbringt und was er erzählt. Und so ergeben sich dann die Essenzen, die gerade in der Situation passen und die gebe ich dann mit der genauen Dosieranleitung, wie man es einnimmt, eventuell auch mit Übungen dazu oder Affirmationen und die Leute nehmen es dann zu Hause für sich ein. Ja, gibt genau. Es... eine Essenz, eine Lieblingsessenz, also oder beziehungsweise kannst du uns mal Beispiele geben, welche Waldblüten für diese Essenzen überhaupt in Frage kommen? Also Beispiele für die Blüten, die drinnen sind zum Beispiel Angelika oder Rose gibt's, dann gibt's die Margarite, also wirklich sehr Nachtkerze, die Braunelle. Die Distel, zum Beispiel die Distel ist auch eine ganz wichtige drinnen. Schneeglöckchen, Betonie. Also es sind wirklich Pflanzen, die schon sehr altgebrachte Heilpflanzen sind und ja. Die oft wirklich in großen Mengen überall vorkommen. Also ja. Ja, ja, genau. Und die Namen der Essenzen, die sind sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel Tatkraft oder Befreiung oder Heilung oder Liebe. Also die deuten dann quasi schon auf die jeweilige Wirkung hin. Genau, die deuten auf die jeweiligen Themen hin, die sie ja. Abdecken. Und in solch einer Essenz ist in der Regel eine Blüte, also beziehungsweise eine Pflanze, oder gibt es quasi auch Mischungen? Es gibt beides. Ja. Also es gibt Alleinstehende, die nur eine Blüte enthalten und es gibt 6 verschiedene Essenzen, die eine Mischung aus den Alleinstehenden schon sind. Ja. Also aus verschiedenen. Das ist ein in sich geschlossenes System, ergibt ja. Das dann. Jetzt bin ich neugierig, was die Distel kann. Die Distel, die ist ganz, ganz hilfreich zur Abgrenzung. Ja. Und die schützt und also die schafft so einen Raum um einen herum, wenn man gerade auch innerlich ganz viele Vorgänge hat, die man gerade gut bearbeiten möchte, dass man das geschützt tun kann. Ja. Hast du diese Wirkung, die Essenzen haben, selbst quasi an dir erspürt? Ja, sehr.
Ja. Also dieses Wissen kommt schon auch aus dir. Genau. Also ich habe das jahrelang jetzt für mich auch erforscht, ja, und auch sehr viel selbst angewendet und habe wirklich also faszinierende Ergebnisse damit beobachtet, erzielt und gespürt. Also deswegen habe ich da, glaube ich, also habe ich da auch so eine Feinabstimmung in mir, dass ich es auch, wenn ich wen sehe, dann, das geht dann in Schwingung und ich kann es dann sofort erspüren, wie das Thema ist, mhm, und was da passt. Ja. Also es ist alles durch mich durchgetestet. Voll. Das ist gar nicht so selbstverständlich, ne? Ja, aber das ist da die Voraussetzung, weil sonst, ja, kann man das nicht erspüren. Ja. Ja. Kannst du uns vielleicht so ein paar Beispiele geben, also was haben diese spagyrischen Waldblütenessenzen bei deinen Klienten für Auswirkungen? Kannst du da so ein paar Beispiele nennen? Ja, gern. Also zum Beispiel fällt mir ein, eine Klientin, die kam, weil sie hatte ein Beziehungsende und hatte aber immer noch, dass sie eben dran gehangen ist und nicht losgekommen ist und immer wieder noch drüber nachgedacht hatte etc. Und das hat sie schon sehr belastet. Und da haben wir dann halt konkret eine Essenzenmischung ausgesucht, die hat sie eine Zeit lang eingenommen. Und dann war wirklich so ein Schlüsselmoment, als sie dann wieder da saß und so für sich festgestellt hat, ja, also sie ist durch. Sie denkt nicht mehr an ihn, sie schaut nicht mehr nach, also was er macht. Es interessiert sie nicht, sie fühlt sich total befreit davon. So ein Aspekt zum Beispiel. Ja. Oder ein Klient aus der IT-Branche, der kam mit Schlafstörungen und dass er morgens immer so eine Art Panik, Anspannungsgefühl hatte, das überhaupt nicht erklärbar war. Und da kam auch sofort eine Essenz und der hat die auch eine Zeit lang genommen und dann auch berichtet, also entweder ist das Gefühl ganz weg oder er spürt es und kann es aber dann selber ganz leicht auflösen und einordnen. Also wesentliche Verbesserung von etwas, was sehr diffus war und auch ganz schwer einzuordnen, man eigentlich nicht gewusst hat, woher das kommt. Ja. So. Und was ich auch oft schon erlebt habe, ist auch so ein, auch wieder Beziehungsthema, wenn so Muster greifen, dann in der Beziehung. Also zum Beispiel bei Frauen, die dann so was Altes anfangen wieder zu leben, zum Beispiel, dass sie irgendeine, glauben, sie müssen eine Leistung bringen, damit der Partner sie schätzt oder und liebt. Und dann fangen sie an, irgendein Kindheitsmuster zu reproduzieren, wo sie halt auch so und so eine Leistung gebracht haben, sich dabei aber selber dann irgendwann verlassen und verleugnen und auch dann nicht mehr glücklich sind. Das hatte ich schon oft und da ist es auch sehr hilfreich mit den Essenzen gewesen, weil sie erinnern im Moment dann, sie machen es bewusst, wenn man drin ist, was schon ganz, ganz hilfreich ist und sie helfen dann nicht mehr so tief reinzutappen, mhm, habe ich beobachtet. Also sie halten einen drüber durch die Bewusstheit auch, dass man es erkannt hat. Und man schafft es, dass man schneller auf sich selbst achtet. Ja. Was ich als sehr, also sehr hilfreich und dankbar auch dafür bin, weil das hilft wirklich im Leben, wenn man dann nicht mehr immer wieder das und auch nicht so gegen sich selbst dann vorgeht, sondern immer weniger. Ich finde das so spannend, was quasi diese Essenzen für eine Kraft haben, obwohl sie ja wirklich feinstofflich, auf feinstofflicher Ebene wirken. Das ist ja wirklich ganz enorm. Und hast du auch schon mal beobachtet, dass die Essenzen, also sind die Essenzen für jedermann und jeder Frau oder guckst du da auch schon mal eben nach? Oder hast du zum Beispiel auch schon mal jemanden, wo du eine Essenz eigentlich empfehlen würdest, aber der lehnt es einfach komplett ab? Naja, also das kenne ich schon, dass ich mit jemandem, wo ich das weiß, die würde jetzt genau passen zum Beispiel, aber ich spüre gleichzeitig, es ist sinnlos, das jetzt vorzubringen, weil das wird wahrscheinlich nicht angenommen werden. Aber also so jetzt in meiner Arbeitssituation ist das eher nicht, weil die Leute, die kommen, die wollen ja, ja, das schon nehmen. Also die bringen die Bereitschaft mit oder die wünschen sich eine Hilfestellung. Ja.
Und es, ja, und so, also wenn es jemand gar nicht annehmen kann, dann fragt er ja nicht danach. Und ja, also dass es wirklich so abgewehrt wurde, das habe ich eigentlich, also habe ich nicht erlebt. Ja. Und wie lange nimmt man dann diese Essenzen ein in der Regel? Das ist sehr unterschiedlich, also es kommt darauf an, manchmal kann das sehr schnell gehen. Also wenn das ist auch, also grundsätzlich funktioniert es für jeden Menschen, weil ja jedes System irgendwie durchlässig ist und auf Energien reagiert. Und bei manchen geht es sehr schnell, das kann 2 Wochen sein und die sind mit irgendwas durch. Und wenn das irgendwie was Träges ist, was sich halt schon länger hinzieht, dann kann es auch länger dauern. Das ist sehr individuell. Ja. So wie jeder Mensch verschieden ist, verschieden reagiert, so sind auch die Einsatzmöglichkeiten und die Zeiträume sehr unterschiedlich. Ja. So wie ich das jetzt verstanden habe, werden die Essenzen hauptsächlich bei, ich sag mal, emotionalen oder seelischen Problemen eingesetzt, richtig? Oder werden die auch bei konkreter Unterstützung bei bestimmten körperlichen Beschwerden eingesetzt? Das kann schon auch sein, weil oft ist ja die körperliche Beschwerde dann erst das, also schon das Resultat einer inneren Unausgewogenheit. Und das kann man dann oft zurückführen und den Rückschluss ziehen und dann kann man wieder die Essenz einsetzen, um auch da an der Ursache nochmal ranzugehen und eine Hilfestellung zu geben. Mhm. Damit, also es ist, ich habe es auch schon beobachtet, dass halt manche körperliche Beschwerden einfach sich verändert haben oder leichter geworden sind, dadurch, dass sich das Muster dahinter auflöst. Ja. Also spannend. Ja. Haben die Essenzen irgendwelche Nebenwirkungen? Nebenwirkungen in dem Sinn nicht. Also es kann jetzt nichts passieren, wenn man eine falsche Essenz nimmt, weil es gar keine falsche Essenz jetzt in dem Sinn gibt. Es kann halt sein, dass sie, das ist halt eher, also eher der Fall, wenn man sich jetzt selber aussucht, dass es vielleicht nicht so ganz die richtige ist, weil man oft für sich selber ja nicht so ganz das klar sehen kann. Ja. Und der ein Aspekt ist, dass es halt mit Alkohol angesetzt ist und da kann es sein, wenn jemand halt keinen Alkohol zu sich nehmen darf oder verträgt, das wäre ein Grund, es nicht einzunehmen. Ja. Gibt es dann da Alternativen, mit denen du arbeiten kannst? Es gibt Alternativen, also man kann sie teilweise verdünnen, da wird das schon mal abgemildert. Und es gibt auch Varianten, dass sie manche Kombinationen gibt es auch als Spray oder als Creme und so kann man es dann anwenden. Also in dem Falle würde man es äußerlich anwenden. Die Regel ist aber, dass ich das innerlich annehme. Genau, also die Regel ist, dass man es sich in den Mund tropft. Ja. Also als Tropfen einnimmt. Ich war ja jetzt auch auf deiner Internetseite und da sprichst du von der Life Essence Flower. Das fand ich sehr spannend. Und kannst du da dieses System nochmal etwas genauer erklären? Also was ist das? Weil das hängt ja unmittelbar zusammen mit den spagyrischen Waldblütenessenzen. Ja, genau. Die Life Essence Flower, die ist ein Diagramm und dieses Diagramm bildet das System der Waldblütenessenzen ab. Mhm. Also da sieht man in Kreisen jede einzelne Essenz und dann noch dazu, wie sie ineinander fließen und wie sie aufeinander wirken und wie sie zusammenhängen. Und es sind noch farbliche Kodierungen drauf, die immer gleich sind und die sich dann auch auf den einzelnen Fläschchen wiederfinden. Ja. Also das gibt auch Orientierung. Ja, woher stammt dieses System? Also wer hat das entwickelt oder wie wurde das entwickelt? Das hat diese Heilerin, die ich eingangs schon erwähnt hatte, Die hat das entwickelt. Genau. Diese Heilerin arbeitet mit der Familie zusammen, die herstellt. Genau. Das ist ja wirklich spannend. Das heißt, letztlich gibt es dieses System in Österreich oder ist es mittlerweile schon übergreifend auch in anderen Ländern bekannt? Also es ist entstanden in Österreich, gibt es in Österreich und es gibt, glaube ich, also es gibt schon einzelne Leute in Deutschland, glaube ich, die damit arbeiten. Also es fängt sich gerade an, so mehr noch auszubreiten, so im deutschsprachigen Raum jetzt, soweit ich es überschaue. Genau.
Und der Unterschied eben zu beispielsweise Bachblüten ist ja eben, dass ich auch tatsächlich etwas Materielles von der Pflanze in der Essenz habe, richtig? Genau, das ist ganz ein wesentlicher und wichtiger Unterschied, den ich auch so faszinierend finde, ist eben dieser materielle Bestandteil in der Essenz aufgrund der spagyrischen Herstellung. Und das ist genau das, wonach auch gesucht wurde, weil es gibt ja eben ganz viel über Geist und Seele, wo es sehr viele Techniken gibt und wo man sehr viel schnell auflösen kann. Und oft ist es aber so, dass der Körper dann hinterherhinkt, weil der Körper ja dann doch das Dichteste ist und da ganz viel gespeichert ist, noch Altes. Und durch diesen materiellen Bestandteil, durch diese Salze, die gehen direkt in die Körperzelle. Und somit sind die Waldblüten ein Hilfsmittel, um auch noch auf der körperlichen Ebene schneller Muster rauszubringen oder Vererbtes oder Gelerntes, das nicht mehr gebraucht wird. Ja, wie alt ist dieses System jetzt ungefähr? Ich glaube jetzt circa seit 6 Jahren gibt es es. Ja. 6 oder 7 Jahre, also noch ziemlich jung. Ja, ja. Ja. Also bist du so eine mit der Ersten, die da eine Ausbildung zu genießen durfte und das Wissen jetzt weiter. Genau. Also ja. Damit arbeitet toll. Genau, eine Pionierin. Ja. Ja. Was ich ja immer total spannend finde, ist so der Antreiber, der innerliche Antreiber. Was liegt dir oder wieso arbeitest du so gerne mit den spagyrischen Waldblütenessenzen? Wieso liegt dir das so am Herzen, damit zu arbeiten? Also einerseits deswegen, weil ich es so als so positiv erlebt habe für mein eigenes Leben und eben auch schon bei vielen meiner Klienten beobachten konnte, wie sich ihr Leben verändert hat dadurch. Und andererseits auch, weil ich das so wertvoll finde, gerade jetzt in unserer Zeit, dass wir so ein altes Wissen und so im Grunde sehr einfache Möglichkeiten wieder zu uns holen und für uns verwenden. Das liegt mir wirklich am Herzen, dass das nicht verloren geht und nicht irgendwo verkümmert, sondern dass wir es wirklich zu uns holen und damit, weil man kann so viel damit machen mit den ganzen Pflanzen, vor allem auch, ja, und das ist mir wichtig, dass das wie immer mehr Eingang findet. Ja. Arbeitest du sonst noch mit Wildkräutern beispielsweise oder mit Pflanzen in irgendeiner anderen Art und Weise? Nein, also ich arbeite mit den Essenzen und sonst mit energetischer Körperarbeit. Ja. Genau, also diese Verbindung. Ja. Total schön. Und sag nochmal, seit wann arbeitest du mit diesen Essenzen? Ich habe sie relativ rasch dann in meine Praxis integriert. Ja. Also ich würde jetzt sagen, so seit 5 Jahren arbeite ich jetzt aktiv damit. Ja. Genau. Ich finde das einfach so schön, dass es wirklich Alternativen gibt, die keine Nebenwirkungen haben, die natürlich sind und wirklich so tief wirken können. Und auf körperlicher, aber eben vor allem auch auf seelischer Ebene. Und das sind so tolle Helfer, die wir uns ja wirklich ganz einfach zunutze machen können. Ne? Das finde ich einfach ganz, ganz fantastisch. Ja, und ich finde das eben auch schade, weil es eben eine einfache, manchmal gibt es einfache Lösungen. Ja. Da sollte man zugreifen. Auf jeden Fall. Manchmal geht es eh nicht und ist ja gut. Ich finde immer, es sollte ein sowohl als auch sein. Also es gibt ja, weil ich denke mir, für wen der eben wissenschaftliche Beweisbarkeit sehr wichtig findet und das im Vordergrund steht, wird es halt schwierig sein anzunehmen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es darf beides geben und auch in der klassischen Medizin gibt es ja auch Dinge, die man jetzt nicht unbedingt beweisen kann und sie funktionieren. Ja. Und genauso gibt es hier Dinge, die man nicht beweisen kann und sie funktionieren aber. Also es darf sein. Ja. Ja, genau. Es darf auch einfach sein. Ja. Und da sind Pflanzen wirklich ein toller Helfer. Wie ist denn das,
Also das ist ja eben so ein spezielles Thema. Wie geht da deine Umwelt mit um? Hast du da eher positive Resonanz drauf oder auch schon mal sehr ablehnende Resonanz? Was für Erfahrungen hast du damit gemacht im Allgemeinen? Also da habe ich sehr gemischte Erfahrungen gemacht. So in meinem engeren Umfeld ist es so, dass sehr positiv damit umgegangen wird, weil die auch, also meine Familie jetzt selber damit viel Erfahrung schon hat und auch die Auswirkungen ja kennt. Und so jetzt im weiteren Feld ist es natürlich auch manchmal eine Herausforderung, darüber zu sprechen oder lieber nicht zu sprechen, ja. Oder eben, man spürt dann eh, wo es Resonanz gibt und wo man seine Energie anders bündeln könnte. Ja. Ja. Was ich jetzt bei dir total schön finde, ist, dass du eben, obwohl du quasi mit Essenzen arbeitest, was ja doch eher so ein sehr luftiges Thema ist, sage ich mal, so total geerdet auf mich wirkst. Und ja, ich finde es einfach ganz toll, dass du mit diesen Essenzen arbeitest und dieses Wissen jetzt auch mit uns teilst. Ich denke, gerade weil das so regional ist, kennt das kaum jemand bisher. Ich habe jetzt schon mal geguckt im Internet, habe ich diese Essenzen tatsächlich finden können. Aber es ist ja wirklich ein richtig regionales Thema. Ja. Einfach so spannend daran. Aber ich, also mein Gefühl ist, es hätte noch sehr viel mehr Potenzial, weiter rauszugehen und noch mehr Leute zu erreichen. Also das wäre schön. Ja. Und was gleichzeitig ist, also für mich ist es überhaupt, für mich persönlich ist es überhaupt nicht abgehoben. Also für mich ist es so simpel und so klar einsetzbar. Und ich denke mal, das ist auch ganz wichtig, diese Dinge wirklich auf den Boden zu holen, und dann praktisch zu erspüren und dann zu wissen, okay, es ist so und es funktioniert. Ja. Das Schöne. Ich kann es ja selbst erspüren und erfahren, wirklich erfahren und mit meinen eigenen Erfahrungen machen. Und wie schön, wenn ich mich damit so einfach unterstützen kann. Ja. Finde ich ganz toll. Und auch wenn es nicht passt, dann habe ich die Erfahrung, okay, für mich war es das jetzt nicht, aber es ist okay. Also, aber es ist wäre schade, das gleich auszuschließen, nur weil irgendwelche Vorteile oder weiß gar nicht, was das, alte Strukturen gibt, Gibt es noch etwas, was ich dich jetzt vergessen habe zu fragen, was du aber total gerne noch ergänzen möchtest zu den Essenzen? Ja, ich könnte noch was Unterhaltsames dazu erzählen. Und zwar vor ein paar Tagen, da habe ich in einer Zeitschrift geblättert und bin auf einen doppelseitigen Artikel über Blütenessenzen gestoßen. Und das hat mich sehr überrascht, denn es ist gerade so, dass es in Hollywood und in New York bei dieser cool Crowd überall total hip ist, dass man Blütenessenzen einnimmt und dass man sie im Badezimmer stehen hat und in der Handtasche mit hat. Und die Waldblütenessenzen-Fläschchen sind ja auch sehr, sehr schön anzuschauen. Und also Blütenessenzen boomen gerade sehr und sie finden es gerade alle ganz toll und hilfreich, und da habe ich mir gedacht, das ist ja mal ein toller Trend. Und abschließend würde ich noch gern sagen, das Feinstoffliche ist einfach so wertvoll für uns Menschen und auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir doch schon sehr umgeben sind von Angst und von der Verunsicherung, die jetzt herrscht, und den neuen Herausforderungen. Da sind die Essenzen kraftvolle Werkzeuge zur Unterstützung. Und was ich sehr wichtig finde, auch jetzt, ist, dass man nicht in den Stillstand geht und versucht, da irgendwie durchzutauchen, sondern wirklich an der eigenen Entwicklung auch dran bleibt. Da sind wir jetzt alle gefordert, unser Gutes in die Welt zu bringen, weiterhin, und nicht mitzuschwimmen mit der Negativität. Und da sind die Blütenessenzen einfach kraftvolle, exzellente und auch schicke Begleiter und noch dazu hochwirksam. Magst du uns denn noch mitteilen, wo wir dich finden können? Und wenn jetzt jemand sagt, oh, das finde ich total spannend, darüber möchte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren, wie kann man dich kontaktieren, wo kann man dich finden? Also man findet mich sehr einfach über meine Homepage,
Das ist www.dorisschmidt.at oder auch sehr gerne über Instagram. Da gibt es auch Videos, wo ich über die Essenzen was erzähle. Oder auch gerne auf Facebook und man kann mir gerne schreiben und ich freue mich über Nachrichten. Toll. Genau. Die Links setzen wir auf jeden Fall in die Shownotes, sodass den Link sofort zu Doris findest, falls du dich für die spagyrischen Waldblütenessenzen interessierst. Liebe Doris, ich danke dir von Herzen, dass du heute hier im Interview dabei bist, dass du dein Wissen über diese spagyrischen Waldblütenessenzen mit uns geteilt hast. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Menschen hören und dass du da ganz viele Anfragen bekommst. Und ja, ich finde das einfach ganz, ganz toll, wie du damit arbeitest. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung und hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Alle wichtigen Links zu Doris findest du in den Shownotes. Ein Blick auf ihr Instagram-Profil lohnt sich ebenfalls sehr. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast sehr gerne, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir wünschen dir alles Liebe. Deine Melanie und Mo von Kraut im Ohr, dein Wildkräuter-Podcast.